Hallo meine Lieben, lange nicht mehr gesehen hier bei Pokémon Rot. Ihr werdet es nicht glauben. Mein neuer PC ist da und ich hatte gerade wirklich, ich glaube, gestern Abend schon mehrere Stunden und jetzt auch heute Morgen nochmal eine Stunde lang probiert, dieses blöde Mikrofon wieder richtig einzustellen bei OBS. Keine Ahnung, ob es jetzt einigermaßen läuft in der guten Qualität, aber ich denke, es ist in Ordnung. Außerdem habe ich ein bisschen Research gemacht. Und zwar waren ja am Ende vom letzten Part einige Fragen offen. Nummer 1. Wir haben ja einen Zerschneider dabei, Menschenskinder. Ich hätte ganz vercheckt, dass Sandy ja auch Zerschneider kann. Von dem her, da sind wir ganz gut dabei. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ja, genau. Außerdem wollte ich ja schauen, ob wir für Lapras irgendwie eine Eisattacke finden. In der Tat, er lernt Lapras, also unsere Arwen, selbst auf Level 38 Eisstrahl. Oh, das paralysiert, Mensch. Verknarre. Und, das bedeutet, wir könnten maximal halt auch im... Also wir haben Eisstrahl als TM, das hat uns ja diese süße kleine Mädel auf dem Dach vom Einkaufszentrum gegeben. Lol. Für einen Sprudel, also. Naja, jedenfalls. Glaube ich, wäre es eher eine Verschwendung, Armin den Eisstrahl jetzt schon zu geben. Weil wir, also safe im Laufe der nächsten. Oh, Volltreffer. Hey, was fällt dir ein? Ja, also im Laufe der nächsten Orden definitiv auf Level 38 kommen werden. Ich schätze, unser Average Level bei der Top 4 liegt ja meistens so um Mitte 40 rum. Und da werden wir Safe Eisstrahl auch haben. Ja, Paddy. Genau, und deswegen glaube ich, behalte ich den Eisstrahl lieber für jemand anders, ne? Er geht auf Nachtnebel. Peng. So, dann habe ich noch geguckt, was in der Spielerhalle denn sonst so für Attacken gäbe, also TMs. Das wären eigentlich nur Drachenwut, Hyperstrahl und Delegator. Bedeutet, da wäre auch nichts Eisiges für uns dabei. Lapras könnte Blizzard noch erlernen als TM. Aber, ja, das schauen wir dann mal. Vielleicht finden wir Blizzard irgendwo, weil momentan können wir es auf jeden Fall nirgends kaufen. Wem geben wir Eisen? Versteckte Verteidigung. Aber nicht Patty. Brauche ich den treffen ja keine physischen Attacken, deswegen braucht er keine physische Verteidigung. Griefer wäre nice, aber ich glaube, ich gebe Sandy oder Sparky. Einen von beiden, ich gebe es mal Sandy. So. Naja, so viel dazu. Erstmal wieder reinkommen hier. Okay. Ja, wir sind hier übrigens auf Route 12. Da hatten wir schon vor sehr langer Zeit ein Glutexo geangelt. Und das bedeutet, ich hatte mich ja auch gefragt, ob dieses hohe Gras hier noch zur Route 12 gehört. In der Tat, ja. Bedeutet, wir hätten hier keinen weiteren Pokémon-Encounter, den wir fangen dürfen. Ich wollte mir jetzt aber trotzdem, ehrlich gesagt, einfach mal aus Spaß schauen, was für Pokémon uns hier denn so erwartet hätten. Weil sich eins genehmigte, uns zu treffen. Oh, ein Pantyboss! Das wäre nice gewesen. Vor allem schon auf Level 24. Richtig nice. Ey, Leute, es macht halt einfach... Hey, ich will fliehen. Ich muss jetzt aufpassen. Ach, komm schon. Wie dumm ist denn das jetzt bitte? Komm schon, ich will doch nur abhauen. Jetzt hätte ich fast noch Armin verloren wegen diesem Pandimos. Nee, Pandimos wäre nice gewesen. Ich glaube, ein Psycho-Pokémon wäre ganz cool für unser Team. Wäre ganz cool. So für den Übergang. Nee, was ich sagen wollte ist, dass wir beim Angeln halt nur so Pokémon auf Level 5 immer dran haben. Selbst mit der Super-Angel. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt zukünftig eher sinnvoller, im hohen Gras zu schauen. Ich gehe jetzt noch kurz heilen und dann geht's auf Route 13 weiter. So, Dile, alles geregelt. Super. Ah, gegen die haben wir auch schon gekämpft?
Hier geht's weiter. Man sagt, für ein Kind würde ich gut kämpfen. Das sagt man von mir auch. Da haben wir schon was gemeinsam. Gudrun, oder wie heißt du? Nur Pfadfinderin. Ich nenne dich Gudrun. Gegen ein Evoli. Dann machen wir doch erstmal einen Body Slam. Und noch einen hinten drauf, würde ich sagen. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob ich Arwen so krass leveln muss. Aktuell, das hat einfach 117 KP. Das ist irre. Eigentlich ist es mein schwächstes Pokémon vom Level her, aber es ist halt auch irgendwo mein stärkstes. Deswegen... Ja, wir haben kein Feuer-Pokémon, Mann. Flutexo liegt ja noch auf der Box, weil es halt Level 5 hat. Das ist ein Graus. Ich war ja noch in der Hoffnung, dass wir irgendwie noch so einen Ersatz finden, bis wir dann... Naja, egal. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, komm, egal. Gehen wir auf Party. Weder Flug noch Feuer. Es ist ein Graus. Psycho wäre jetzt eigentlich auch noch passend gewesen, weil Bisasam den Doppelchip Gift hat. Aber wir haben kein Psycho-Pokémon, deswegen sind wir hier. Ich muss gleich nochmal Grifa anschauen, was für Attacken das so alles drauf hat. Seit dem letzten Fang. So, Fleckmon. Wir haben, soweit ich weiß... Ja, komm. Grifa ist zwar auch Gift. Kann sein, dass Konfusion ein bisschen was abzieht, aber ich wollte... Megasauger. Bingo. Ah ja, da kann ich im gleichen Zuge... Ah, setzt sogar nur Kopfnuss ein. Da kann ich hier mal kurz Select machen. Machen wir es so. Und Blättertanz. So, perfekt. Machen wir doch gleich mal so. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein großer Fan von Blättertanz bin. Ich glaube, Rasierblatt oder Rankenhieb oder sowas wäre mir lieber gewesen. Weil dieses schlägt um sich, ist halt irgendwie eine verschwendete Attacke dann, aber okay. Ja, jetzt haben wir wieder normale Pokémon, da gehe ich mal auf Sandy, ich versuche so ein bisschen durchzuwechseln. Pixie ist zwar auch schon krass, so hat glaube ich eine krasse Verteidigung. Wie alle komischen Pipi-Formen, Pummel-Formen, Gedöns, also Pixie ist schon nicht schlecht. Oh, wobei. Ein Volltreffer mit Schaufler, das ist weg. Okay. Dann halt nicht. Ja, für Abra lasse ich Sandy auch mal direkt drin. Abra kann uns nichts antun. Ich finde immer noch, dass Sandy so ein bisschen was, also so ein bisschen das weibliche Nidorino auch verkörpert. Weiß nicht. Also Sandy könnte für meinen Geschmack auch Gift sein. Also Sandama. Aber ja, dann wäre es vermutlich ein bisschen zu ähnlich zu Nidorino, Nidoking und Nidoqueen und sowas. So, wenn ich mich jetzt aber richtig erinnere, ist das hier dann schon Route 13. Ja. Die stille Brücke? Wie witzig! In der zweiten Gen in Pokémon Kristall heißt es die Schweigebrücke oder sowas. So, also diese Route hier oben dran, also das hohe Gras, da dürfen wir wieder ein Pokémon fangen. Da müssen wir jetzt nur irgendwie hinkommen. Lass deine Pokémon gegen meine antreten. Können wir tun. Genau. Die Schönheit möchte kämpfen. Ach, ein Machollo. Ja, ich weiß nicht, ob Arwen da so viel Sinn macht. Ich probiere es einfach mal. Okay. Ist zwar sehr effektiv. Dann wechsle ich doch direkt mal zu Grifa, ja, würde ich sagen. Was auch eine Idee wäre, Grifa eine Psycho-Attacke beizubringen. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Denn Psycho würden wir halt hauptsächlich gegen Kampf-Pokémon einsetzen und Grifa hat eine gute Verteidigung. Und dann wäre das eigentlich eine sehr gute Kombi. So würde ich sagen. Gegen was ist... Gegen Gift, genau. Gegen Gift wäre Psycho noch was. Da würde sich Grifa natürlich auch sehr gut an
bieten. Wobei wir natürlich gegen Gift hier hauptsächlich Sandy im Team haben. Das ist Logo. Logo, Logo. Was ich aber schon die ganze Zeit im Überlegen bin, wir haben ja von dem Mädchen auf dem Dach vom Einkaufszentrum auch Steinhagel bekommen. Das wäre natürlich eine sehr spannende Idee, Sandy vielleicht auch noch Steinhagel beizubringen, falls es das erlernt. Weil Gesteinsattacken wären natürlich ultra praktisch gegen Flug-Pokémon. Und ja, da wäre Sandy auf jeden Fall nicht im Nachteil. Das wäre doch eine Idee. Ein Alpollo. Body Slam trifft nicht. Ah, oh, Kung Fu Strahl. Verdammt. Ja, war klar. Das war klar. Ich probiere es noch einmal. Komm schon, Arwen. Arwen, was soll ich nur mit dir tun? Ja, ich wechsle zu Creeper. Schlecker. Nein, jetzt wäre ich paralysiert. Das heißt, ich bin langsamer als Apollo. Apollo 13? Holy, okay, das Pflanze. Ach, Gottchen. Haha. Ja, moin. Ich bin aber auch ein Dusel. Das hat natürlich ein Doppeltyp Gift. Das verchecke ich immer. Alpollo ist Geist Gift. Alpollo sieht schon richtig nice aus. Nebulak lässt sich drüber streiten, aber Alpollo und vor allem Gengar, ich finde, die sehen so cool aus. Ach, komm schon. Warum kacke ich jetzt gegen so ein dummes Alpollo ab? Nur wegen Konfusstrahl. Das Schlimme ist ja nicht, dass ich mich selber verletze, sondern dass meine Attacke nicht durchgeht. Und Nachtnebel ist halt schon... darf man auch nicht unterschätzen. So, jetzt Donnerschock und weg mit dir. Das war wohl zu optimistisch. Aber immerhin, toi toi toi, sind wir noch nicht verwirrt. Noch hat er keinen Konfusstrahl eingesetzt, aber wir könnten paralysiert werden. Nein, bis jetzt noch nicht. Perfekt, wir haben's. Wir haben's. Ja, erstmal die ganzen EP verteilen. Kikli! Auweia! Plan... eigentlich noch ein sinnvollerer Plan wäre natürlich... vielleicht Putty eine Psycho-Attacke beizubringen. Weil gegen Putty natürlich keine Kampfattacken treffen. Das wäre noch viel schlauer. Mal schauen. Ich muss echt mal wieder meine TMs durchgehen. Gucken, ob wir da was Psychisches haben. Das wäre schon ganz nice. Vor allem haben wir halt auch nichts außer Nachtnebel, was normal im Kampf-Pokémon trifft, weil Schlecker eine Geistattacke ist. Und daher nicht trifft. Ja moin, Relaxo. Da lasse ich Putty doch direkt drin. Eine Kampfattacke wird sie natürlich auch irgendwann irgendwo mal anbieten. Gegen diese blöden Normal-Pokémon. Echt so. Mensch. Traumfresser, natürlich. Putty braucht unbedingt Traumfresser. Wir könnten nochmal Konfusstrahl oder so einsetzen, dann wird sich selber schlagen. Aber wenn es jetzt nochmal... ja, war klar. Dummes Erholung. Ja, komm. Wobei, wenn es schläft, kann es sich nicht selber schlagen, ne? Dann muss ich kurz abwarten, bis es wieder aufwacht. In der Hoffnung, dass ich dann schneller bin, bevor es wieder Erholung einsetzen kann. Wie viel AP habe ich noch? 5 Mal kann ich Nachtnebel einsetzen, okay? Okay, okay, okay. Aufgewacht. Okay, jetzt schnell Konfusstrahl. Und jetzt muss es sich selber schlagen. Sonst muss ich Putty austauschen. Ja, perfekt.
Immerhin ist der Algorithmus hier fair. Oder wie sagt man, nicht Algorithmus, der Logarithmus. Genau. Mathe und so. Ja, nicht mehr verwirrt, ist klar. Oh, so fair ist der Logarithmus doch nicht. Ja, ist es immer so, dass bei Erholung die komplette KP aufgebraucht wird? Vielleicht soll ich nächstes Mal Hypnose einsetzen statt Kung Fu Strahl. Ja gut, ich mache jetzt noch die 3x Nachtnebel fertig. Ich habe auch ein Elixier dabei. Das heißt, ich muss jetzt nicht im Anschluss direkt wieder ins Pokémon Center rennen. Dann fülle ich Nachtnebel einfach wieder auf und wir können normal auf Route 13 weiter. So, ist aufgewacht, jetzt aber Hypnose. Bitte triff! Jawohl. Immerhin das. Jetzt habe ich nur, ja, jetzt muss ich wieder ein anderes. Ah, schade. Jetzt muss ich wegen einem Angriff doch nochmal wechseln. Die sehen alle ein bisschen angeschlagen aus. Ja, ich gehe auf Arwen. Die hat noch somit die beste Verteidigung. Ja, natürlich ist sie halt aufgewacht. Los, mach's platt. Perfekt. Ich hasse das. Wenn Erholung, ich hasse es wirklich. Erholung ist so ein Dreck. Oh Mann. Kleiner Wüstling, du. Oh, die flirtet aber ganz schön mit mir. So. Stimmt es auch, oder habe ich jetzt nur Schmarrn erzählt? Nein. Wir haben Elixier da. Für Party. Hat es jetzt alle EP aufgefüllt? Ich dachte, ich kann jetzt eine Attacke auswählen. Ah, es hat zum 10 aufgefüllt. Hä? Also alle Attacken um 10, okay, interessant. So, ich habe auch ein paar Super Tracker noch geholt. Ja, dass wir nicht jedes Mal zum Pokémon Center zurücklatschen müssen. Bis jetzt, finde ich, schlage ich mich ganz gut mit der Zusatzregelung, dass ich keine Heil-Items benutzen darf während des Kampfes, finde ich. Ja, passt doch ganz gut. So, wenn ich es vergleiche mit meinem Let's Play in Kristall, da sind wir auch bis zum Champ gekommen oder bis... Ja, war es der Champ? Ich glaube, wir sind gegen Siegfried, sind wir dann gescheitert. Ohne Kampf-Items einzusetzen. Aber bis dahin hat es doch sehr gut funktioniert. So, und ich nehme Arwen jetzt tatsächlich mal zurück, weil... Come on! 121 KP! Eigentlich ist es echt unser stärkstes Pokémon. Rifa ist auch nicht so schlecht. Wobei, er hat tatsächlich die wenigsten KP. Ich weiß, man darf nicht nur nach KP gehen, aber ich nehme es trotzdem so ein bisschen. Wir haben keinen Paraheiler, sehe ich das richtig? Das ist doof. Das ist ein bisschen doof. Dann nehme ich doch Sandy nach vorne. Komm, leveln wir ein bisschen Sandy. Wow, deine Orden sind super cool. Ja, danke, mein Schatz. Danke, danke. Ich finde es so schön, irgendwie, wenn man sich das alles so ein bisschen, hey, als hätte ich es geahnt, so ein bisschen bildlich vorstellt. Man geht so auf Pokémon-Reise, ist hier jetzt gerade so mitten am Meer. Da sind ein paar Trainer, die alle voll cool drauf sind. Also bis jetzt noch keinen aggressiven Trainer hier auf Route 13 gefunden. Zwei hübsche Mädels, die nett zu mir waren. Die Pfadfinderin. Mit Magnetilo. Super, super für Sandy. Also alles so gechillt irgendwie. Ich stelle mir gerade einen wunderschönen Frühlingstag vor. Wie man da so entlang läuft. So ein bisschen durch den Wald dann auch noch. Die Natur. Wie sie mit seinen Pokémon spielt. Ach, ist das schön. Das ist doch schön. Bisschen Fahrrad lang düsen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier oben hinkommen. Jawohl. Dann der Schneider einsetzen. Okay, Leute. Route 13. Let's go. Interessant. Smogon. Schauen wir mal. Wäre gar nicht mal so dumm. Gar nicht mal so dumm. Also ich hatte Smogon eigentlich nie im Team. Ne? Also
weiß nicht, so ausschließlich Gift-Pokémon sind halt, ja, weiß nicht, nicht so hilfreich. Also ist sehr effektiv gegen Pflanze, aber sonst, weiß nicht. Ist halt auch geil irgendwie, um für Toxin oder jemanden zu vergiften oder so. Ich werde Smokey nennen. Oh, nein. Smokey? Wo ist das K? Oh, Leute, ich bin so lost. Smokey. Und dann schaue ich mir einfach mal an, was es so kann. Aber prinzipiell mit Griefer im Team. Weiß nicht, also... Ja. Smogmog ist schon auch nice. Aber es ist mir jetzt nicht wert, das mit ins Team zu nehmen. Nee. Ich werde es ablegen. Beim nächstmöglichen Zeitpunkt. Habe ich jetzt Schaufel eingesetzt. Hier will ich hin. Aber okay, die Level sind natürlich nice, gell? Also schon auf Level 27. Das ist natürlich ultra nice. Wenn er jetzt irgendein anderes Pokémon gewesen wäre, das hätte ich schwer gefeiert. Aber mit Griefer im Team brauchen wir das nicht. Aber gut, ich lege es auf die Box, dann haben wir schon mal ein Backup. Soweit. So, gegen Dicta macht Sandy natürlich keinen Sinn. Da gehe ich mal auf Arwen. Oder was haltet ihr von Smogon? Ich könnte es höchstens zusätzlich mit ins Team nehmen, bis wir dann stark genug sind, um eventuell unser Blutexo ranzuziehen. Aber es ist halt auch ein Krampf irgendwo, oder? Es hat halt Level 5 und wir haben keinen EP-Teiler. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass wir in dem Game niemals den EP-Teiler bekommen, weil wir dazu 50 unterschiedliche Pokémon brauchen. Und das ist eigentlich nicht machbar mit Nasab Challenge. Von dem her, ja, weiß nicht. Weiß nicht, ob das... Ich meine, Glurak, ja, oh mein Gott, Glurak. Das wäre natürlich... Also das Pokémon, was wir brauchen. Verkörpert Flug und Feuer. Aber das wird so ein Krampf, es zu leveln. Naja, kann man nichts machen. Ich hätte es schon gerne im Team. Also Glurak brauchen wir eigentlich schon im Team. Ne? Och ja, Moment, bei Dragonia lasse ich Griefer vielleicht auch einfach mal drin. Oh, es ist so hübsch! Wobei, ich glaube, Pflanze ist auch gar nicht sehr effektiv, oder? Gegen Drache. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, nicht sehr effektiv. Das dachte ich mir. Aber ist egal. Es zieht ja trotzdem ein bisschen was ab. Es sei denn, wir sind permanent paralysiert. Jetzt. Ui, Volltreffer. Sehr nice. Der Griefer kann zwar noch gar keine Giftattacke, ist mir gerade auf uns so aufgefallen. Aber das kommt noch. Haustus. So, Donnerschock. Ich frage mich auch, wann Sparky mal das Coole was erlernt. Oh, Aurora-Schrei. Aber gut. Sieht ja nicht so viel ab. Und ein Lapras hinten drauf. Nice. Das gibt auf jeden Fall ein paar EP. Ah ja, Sparky kriegt das hin. Je länger ich darüber nachdenke, desto lieber hätte ich jetzt ehrlich gesagt mein Tauroga noch im Team. Das wäre nice gewesen. Ich schau mal. Vielleicht, wenn wir Fuchsania City erreichen, überlege ich, ob ich Glutexo mit ins Team nehme. Ja, was... ich kann Sparky ein bisschen heilen jetzt. Oder auch nicht. Gegen den tritt man noch an. Hä? Okay, das war der erste Aggressive hier auf der Route.
Schau dumm aus der Wäsche? Ja, okay, war klar. Ein Biker. Die sind immer ein bisschen aggro. Mal schauen, ob es direkt Bandler einsetzt. Ja, war klar. War klar. Da bringt jetzt natürlich Schaufler nicht so viel. Aber wobei, es ist noch nicht mal nicht sehr effektiv. Das ist interessant. Ah, das ging ja ganz easy. Und Tentoxer. Ja, da müssen wir leider wechseln. Riefer macht keinen Sinn. Also macht schon Sinn. Hä, wie witzig ist der Sprite denn bitte? Hä, das habe ich noch nie gesehen, dass Tentoxer so die Arme verschränkt. Wie witzig. Wie witzig. Ja, dass wir auch mal ein anderes Wasser-Pokémon bekommen, wage ich extrem zu bezweifeln. Also da muss schon was extrem krasses kommen, dass ich Lapras wieder austausche. Ich glaube, also da gibt es glaube ich kein einziges Wasser-Pokémon, was ich austauschen würde. Höchstens, wenn wir ein Arktos fangen würden, dann hätte ich quasi meinen Eisvogeltyp und würde dafür dann quasi... Ja... Ah, ich brauche halt auch einen Wassertyp, ne? Ich habe gerade überlegt, ob ich dafür dann quasi ein Feuer-Pokémon dann für Lapras austauschen würde, aber dann haben wir keinen Wassertyp. Ja? Da bin ich mal gespannt, was noch so auf uns zukommt. Mega nice, wäre natürlich so ein legendäres Pokémon heute. Da hatte ich bis jetzt noch gar keins. Hey, du versperrst mir den Weg, Junge. Du versperrst mir den Weg. Haben wir gegen den hier unten schon gekämpft? Nee, gell? Kommen wir da nochmal hin? Nee, sieht nicht so aus. Komm, die EP nehme ich noch mit. Die nehme ich noch mit. Lalalalala. Steht hier noch was? Tipps für Trainer. Schau links neben dem Posten. Ich hab's doch gewusst, Leute. Ich hab's so gewusst. Hey. Meine niedlichen Pokémon möchten dich gern kennenlernen. Weil ich in Pokémon Kristall so übel gestruggelt habe, da. Wo ist dieser Pfosten? Wo links, bitte? Aber ja. Bibor. Jetzt weiß ich, wo er ist. Seht ihr? Für genau so einen Fall wäre Steinhagel doch jetzt extrem nice. Das muss ich mir echt mal noch überlegen. Ah, aber Schlitzer haut auch rein hier. Heftig. Muschas? Ja, da muss ich nochmal wechseln. Muschas, ja. 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 wer weiß, ob es auch schon Aurora-Strahl hat. Da passe ich lieber auf mit Grifa. Und Sparky ist ohnehin schneller, aber geht daneben. Okay. Geht tatsächlich daneben. Okay. Und ein Maschumai mal wieder. Wir gehen natürlich auf Party, da habe ich nämlich Schiss. Weil die Viecher sind nämlich krass in der ersten Gen. Und da ist mir lieber, wenn sie nicht treffen. Egal wen. Ja, ja, Verteidigung sinkt. Du kannst mich eh nicht treffen, Junge. Kannst eh noch so viel deinen Silberblick einsetzen. Ich bin so froh, dass wir Patte im Team haben. So froh. Wir wären teilweise schon echt geliefert gewesen. Und ein Elektroball. Elektroball ist sehr nice. Für Sandy jedenfalls zum, zum stärker werden. Ja, wir haben auch bald keine EP mehr für, keine AP mehr für Schaufler. Oh, Ultraschall, krass. Jawohl. Perfekt. Jawohl. Okay.
Dann schaue ich noch ganz geschwind hier unten, was für ein Item das ist. Calcium! Perfekt! Also Leute, im nächsten Part geht's weiter hier auf Route 13. Seid dabei und seid gespannt. Auf Wiedersehen!